Moin Moin und einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin's wieder, hab mir gedacht, ich lade vor Silvester nochmal ein Video hoch. Ich hoffe, ihr seid alle heil über die Weihnachtsfeiertage gekommen und seid liebevoll beschenkt worden im Kreise eurer Verwandten, Bekannten und Freunde und all der Menschen, die ihr gerne habt. Ja, heute geht es um ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr nahe geht. Es ist ein ziemlich emotionales Thema für mich. Mein Mann kann ein Lied von singen. Es geht um Pelze. Pelzkragen, Pelzbommel und Pelzjacken in jeglicher Form. Ich muss versuchen, dieses Thema möglichst diplomatisch und friedlich rüberzubringen. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand persönlich angegriffen fühlt. Aber dennoch habe ich das dringende Bedürfnis, euch aufzuklären, sodass hinterher keiner sagen kann, oh, das habe ich aber nicht gewusst. Pelze. Ja, also, erstens, für Pelze sterben Tiere. Denn kein Tier kann ohne sein Fell und sein Pelz überleben. Oftmals werden die Tiere in Pelzfarmen extra für Pelze gezüchtet, werden auf sehr engem Raum gehalten, in Massen, werden dick und fett gefüttert, sodass sie auch möglichst viel Pelz und Fell zur Verfügung stellen können. Und wenn die Tiere ausgewachsen sind, wenn der Pelz nicht mehr weiter wächst, dann werden diese Tiere aus ihren winzigen Käfigen rausgenommen. Und ja, wie soll ich das ausdrücken? Der Pelz und das Fell wird sozusagen geerntet. Der Rest wird entsorgt. Es geht hier um lebende und fühlende Lebewesen. Ich glaube, jeder von euch, der schon mal ein Haustier hatte oder auch in Kontakt gekommen ist mit anderen Tieren, wird bestätigen, dass Tiere ja eine Art Seele haben, einen Charakter und auch leben wollen. Das ist so das Wichtigste. Pelzkragen und Pelzbommel sprechen diesen Tieren das Recht ab, zu leben. Und wofür? Über Geschmack lässt sich streiten. Manche finden Pelzkragen sowieso total uncool und manche finden Pelzkragen schick. Nur zu welchem Preis? Ich frage euch das ganz ernst und ich möchte, dass jeder von euch mal darüber nachdenkt, ob er wirklich mit einem toten Tier am Hals oder auf der Mütze oder am Körper herumlaufen möchte. Das gleiche gilt für Leder, das weiß ich. Da kann man sich auch nochmal gesondert Gedanken drüber machen. Aber in dieser Jahreszeit springen einen die Pelzmützen und Pelzkragen förmlich an. Und das ist etwas, was ich nicht mehr akzeptieren möchte. Unwissenheit und Ignoranz ist etwas, wogegen ich auch vorgehe. Allein aus beruflichen Gründen. Ich möchte aufklären und ich möchte, ja, dass jeder einmal ein bisschen kritischer hinterfragt, hey, brauche ich diese Mütze mit dem Pelzbommel? Brauche ich diese Jacke mit dem Pelzkragen? Oder gibt es vielleicht auch genauso schicke Jacken ohne tierisches Leid darin? Es tut mir leid, wenn ich es jetzt doch ein bisschen zu drastisch ausgedrückt habe, aber es geht mir sehr, sehr nahe und ich wollte einfach mit euch mal das Thema besprechen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort unten ein paar Kommentare hinterlasst. Ob negative oder positive, ist mir eigentlich egal. Ich gehe auf alles ein, was ihr möchtet. Ihr könnt mir auch Fragen stellen. Ja, bis dahin erstmal. Böllert nicht so viel. Ich wünsche euch viel Spaß an Silvester und ja, guten Rutsch. Tschüss!